Wie rechnet man eigentlich mit Klammern? Dazu drei Rechenregeln. Die erste: Steht vor den Klammern ein Multiplikationspunkt, so wendet man die Distributivität an. Zum Beispiel 2 mal 4x minus 5y. Vor diesen Klammern steht ein Malpunkt, also wenden wir die Distributivität an. Hier haben wir zuerst plus mal plus, das ergibt plus, also plus 2 mal 4x und dann plus mal minus, das ergibt minus, also minus 2 mal 5y. So. Somit erhalten wir 8x minus 10y und fertig. Oder auch hier steht unmittelbar hinter der Klammer ein Multiplikationspunkt. Also wird diese 3 auf diese Klammer verteilt. Wir achten wieder auf das Vorzeichen. Plus mal plus macht plus, also plus 9a mal 3. Und plus mal minus macht minus, also minus b mal 3. So. Das hier macht 27a und das hier minus 3b. Die Übung ist schon beendet. Zweite Rechenregel mit den Klammern. Steht vor den Klammern ein Pluszeichen, so lässt man die Klammern einfach fallen. Schauen wir wieder in zwei Beispielen. Vor diesen Klammern steht das Plus. So dürfen wir diese Klammern einfach fallen lassen. Die Rechnung wird dann zu dieser da. Und wir stellen fest, dass wir die zwei ersten A-Terme noch addieren können. 3a plus 5a, das macht 8a. Daher diese Antwort 8a minus 2b. Ein zweites Beispiel. Vor diesen Klammern steht kein Zeichen, also ist ein Plus gemeint. Somit können wir die Klammern fallen lassen. Und vor diesen Klammern steht auch ein Plus. Somit können wir alle Klammern fallen lassen. Und hier stellen wir fest, dass wir diese zwei x-Termen addieren können. 5x plus 2x, das macht 7x. Und wir können auch diese zwei y-Terme subtrahieren. 6y minus 3y, das macht 3y. Daher diese Antwort 7x plus 3y. Dritte Rechenregel zu den Klammern. Steht vor den Klammern ein Minuszeichen, so lässt man diese Klammern sowie auch dieses Minuszeichen fallen, indem man alle Vorzeichen zwischen Klammern ändert. Zum Beispiel in dieser Rechnung. Vor diesen Klammern steht ein Minuszeichen, also lassen wir dieses Minus mit diesen Klammern fallen, indem wir innerhalb dieser Klammer alle Vorzeichen ändern. Somit wird das also zu minus 3x plus 2y. Dasselbe hier. Vor diesen Klammern steht ein Minus. Dieses Minus lassen wir mit den Klammern fallen, indem wir innerhalb dieser Klammer alle Vorzeichen entgegengesetzt nehmen, also minus 5y plus x. Überprüfen wir. Wir haben 9x minus 3x plus 2y steht da. Minus 5y plus x steht da. Jetzt können wir noch die x-Terme sowie auch die y-Terme addieren. Wir haben hier 9x minus 3x, das macht 6x, plus dieses x, das macht 7x. Und diese zwei y-Terme können wir subtrahieren. 2y minus 5y, das macht minus 3y. Daher diese Antwort. Ein weiteres Beispiel, dieses da. Vor diesen Klammern steht ein Minuszeichen, also lassen wir dieses Minuszeichen mitsamt den Klammern fallen, indem wir innerhalb der Klammer alles entgegengesetzt nehmen. So führt die Rechnung also zu 3a Quadrat, dann minus 2a Quadrat, minus 3b Quadrat plus ab. Und hier können wir noch diese zwei Terme subtrahieren. 3a Quadrat minus 2a Quadrat, das macht 1a Quadrat, also a Quadrat.